Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin der Dommel von den Droglauern. Und ja, die Droglauer haben ja schon eine CD herausgebracht. Und jetzt arbeiten wir an der Nummer 2. Zu diesem Zweck sind wir hier. Und zwar sind wir nämlich in Flensburg. Ja, jetzt wird es ja sagen, sind die blöd, um bayerische Musik zu machen, fahren die nach Flensburg ans andere Ende. Ich weiß es auch nicht, wieso. Auf alle Fälle, wir sind hier in Flensburg. Und da ist das Studio und da versuchen wir jetzt ein paar Lieder zu machen. Viel Spaß! Ich pack's jetzt. Ich muss aufnehmen. Singen! Bis dann! Sie will immer nur Pop, 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 Musik. Sie will immer nur Pop, 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 Musik. Sie will immer nochmal. Wir machen jetzt das lustige Auto-Ratespiel. In welchem Auto sitzen Niki und Danny? Das wollen wir jetzt auch noch die Autos. Das ist kein Ratespiel, das ist ein Scheiß. Eine Pflanze eher sich. Die Auflösung. Ja. Yeah. Die Antwort ist im geilsten Auto der Welt. Einmal um die ganze Welt und dann zurück zu dir. Einmal um die ganze Welt und dann zurück hierher. Ja, ohne dich kann ich nicht sein, das weiß ich ganz genau. Einmal um die ganze Welt und dann zurück zu dir, mein Trugau. Wir sitzen mal wieder am hässlichsten Fleck der Welt. Uns geht's total beschissen. Ja. Das Leben hat mal wieder so was verschlecht mit uns gemeint, dass wir nun jetzt Selbstmord begehen, aber vielleicht ist der Kaffee vergiftet. Wir hoffen das Beste. So, weg. Oh, sag mal, was ist eine Sauerbrühe? Was ist runter, der Band oder mein Gesicht? Ich hoffe. Hier. Halt mal. Kannst du mir kein Eis in die Hand geben, wo ich nicht essen darf? Und hier ist wieder Ihr Professor Cimek mit Sternstunden aus der Tierwelt. Wir sind hier im Norden von Flensburg und da gibt es eine ganz neue Tierrasse, wenn Sie mal schauen wollen. Da drüben sehen wir die schwarze Mini-Ratte, gerade auf der Suche nach Futter oder ist er auf der Brunft, man weiß es kaum. Und hier zur Linken sehen wir im Liegen ein legendäres Flensburger Mini-Pony, das sich gerade hier auf der Veranda unseres Tonstudios ausruht und den bekannten Brunftschrei von sich stößt. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir die süddroglauerische Beutelratte beschreiben. Was war zum Sonntag? Läuft das schon? Okay. Ja, wir sind fast fertig. Wenn man vielleicht auch mir erkennt, mit den Nerven auch. Heidenspaß. Heidenspaß. Dommel, keine Ahnung, ist auch am Klo verschollen. Und ja. Ich schau mir die Gegend an, das ist ja herrlich hier. Ne? Der Gebrauchtwarenhandel da drin. Und vor allem, ich weiß nicht, also Avanti, wir haben gleich direkt nebendran einen Pizzaservice, der liefert. Ja! Also. Da kommt auch schon was.
Das für uns. Ich muss essen und tschüss. Ich habe neben einer R-Schwäche auch eine S-Schwäche, habe ich gerade gesagt, kriegt. Wie der Roy Black. Ja, man muss immer neben die Kamera schauen, ist mir gesagt worden. Neben. Hallmackenreuter. Einfach mal was gesagt. Nein. Wir machen schnell einen Unplugged. Love you, yes now. Okay, Dominik, bitte. So. So, hier, ich darf euch nochmal schnell, das ist übrigens der Hadi. Aber ja. Produzent der Trogler Burm. Du warst jetzt den ganzen Tag mit den Troglauern am Produzieren. Wie war's? Es ist ja bekannt, mit den Troglauern sehr, sehr schwierig zu produzieren. Sie gelten als äußerst aggressiv, gefräßig und antriebsschwach. Wie konntest perfekt, du das? Perfekte Kombination. Vor allem ist antriebsschwach. Ja. Irgendwelche Kommentare zu dem Tag heute? Ich bin baff. In allen Belangen. Was die Aggression angeht, was die Antriebslosigkeit angeht. Und dann dieser Dialekt. Oh Mann. Also naja. So, ich hoffe, das war nicht das letzte Interview und bleiben Sie auf Sendung. Alles wird gut. Alles wird gut. Du wirst schon sehen, heute wird was gehen. Heute kann alles möglich sein. Alles wird gut.